Ja, hallo Pflanzenfreunde und heute wieder ein neues Update von meinen Gemüsepflanzen. Fangen wir mal direkt an. Hier vorne die zwei Zimmertomaten. Sehen auf jeden Fall noch sehr gut aus. Hier der Paprika-Naschzipfel. Beziehungsweise die zwei. Der hat immer noch sein kleines Blatt. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass da jetzt noch was rauskommt, aber scheint fast so, als würde da jetzt noch ein weiteres Blatt erscheinen. Jo, dann haben wir da hinten den Snack-Paprika. Ist leider aber irgendwie immer noch nichts geworden. Ich habe jetzt leider mit dem Problem zu kämpfen, dass jetzt hier öfters mal Moos sich bildet. Wahrscheinlich habe ich zu wenig gelüftet im Mini-Gewächshaus. Könnt ihr mir ja mal einen Tipp geben, ob es vielleicht dran liegt in den Kommentaren. Jetzt ist aber zum Glück hier der Majoran süß, kommt raus, wie man hier sieht. Jo, dann haben wir hier noch den echten Salbei. Kommt leider auch noch nichts raus. Ich warte noch ein bisschen ab. Sonst pflanze ich da was Neues ein. Vielleicht sind die einfach nicht gekommen. Dann haben wir hier noch den Chili. Ist leider auch noch nichts gekommen. Aber ich habe ja, wie gesagt, gelesen, dass Chili sehr lange braucht, um zu keimen. Bis da mal was hervorschaut. Ja, und dann geht es hier weiter mit dem Basilikum. Ist jetzt leider schon selber. Ich habe jetzt leider das Problem, dass jetzt da wahrscheinlich trotz der Gelbtafeln sich kleine Mücken unter die Erde gebuddelt haben und wahrscheinlich die Wurzeln angefressen haben. Ich gehe jetzt mal von aus, weil jetzt der Basilikum relativ viele Blätter verloren hat. Obwohl er doch relativ gesund aussah von außen, habe ich dann die Blätter berührt heute so und dann sind sie halt aber abgefallen. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich alleine an einem Insekt lag oder ob das irgendwie einen anderen Ursprung hat, das weiß ich jetzt nicht genau. Nun denn, dann haben wir hier noch die Minze. Schneide ich immer mal wieder ein bisschen was ab, die Triebe. Und ihr seht schon hier, kommen überall neue Zweige wieder hinaus. Dann haben wir hier die Tomate. Ihr seht jetzt, die ist richtig groß geworden. Aber auch nur, muss ich doch zusagen, da ich mir einen neuen Dünger besorgt habe. Einen Biodünger für Gemüsepflanzen. Bin ich sehr mit zufrieden. Soll man angeblich zweimal in der Woche mit düngen. Und seitdem ist die jetzt richtig abgegangen. Sieht super aus auf jeden Fall. Dann habe ich ja hier, habt ihr ja gesehen im Video, habe ich ja die zwei Bonsais eingepflanzt. Japanische Kamelie und Orangenjasmin. Das müsste der Orangenjasmin sein und das müsste die japanische Kamelie sein. Und einfach mal abwarten. Also bei Bonsais dauert es auch sehr lange, bis die keimen. Bis zu 8 Wochen, bis da mal was rausguckt. Also bleibt abzuwarten. Jo, dann geht es hinten weiter mit meinem Eissalat. Ihr seht schon, sehr große Blätter bekommen. Der daneben auch, obwohl er noch ziemlich dürr ist in der Mitte, finde ich, aber mal abwarten. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Zitronenmelisse ist auch um einiges gewachsen, wie ihr seht. Sieht auch super aus. Und jetzt haltet euch fest. Zieht es euch rein. Man muss dazu sagen, den Balkonkasten habe ich auch gedüngt mit dem Biodünger und seitdem geht der das Radieschen richtig ab. Ihr seht es selber, es wächst richtig in die Höhe und kriegt jetzt schon wieder neue Blätter unten. Und ihr seht auch hier den Ansatz von dem von der Frucht, von dem Radieschen. Da seht ihr das ganz gut. Wird dann auf jeden Fall hoffentlich was werden. Dann haben wir jetzt direkt hier neben, habe ich jetzt mal versucht, in Bonsai-Erde zwei Jasmin einzupflanzen. Beziehungsweise zu sehen. Und ja, hat funktioniert. Auch gedüngt mit dem Biodünger. Und ihr seht, wächst auch super. Da ist der andere. Bin ganz zufrieden. Bei der Erdbeere habe ich leider ein bisschen, ich denke mal, dass sie zu arg in der Sonne war, habe ich jetzt ein paar verbrannte Blätter hier, sieht man es an der Seite. Habe ich dann schon ein paar rausgezupft. Also das ist jetzt echt der Rest, der übrig geblieben ist, der noch einigermaßen vernünftig aussieht.
auch gedüngt mit dem Biodünger und jetzt warte ich natürlich erstmal ab, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. So, hier noch mein anderer Balkonkasten. Da ist noch das andere Radieschen, Sachsa 3. Und ihr seht auch, dass es super wächst. Wie gesagt, auch gedüngt, wie alle anderen auch. Sieht auch super aus. Dann der Salat. Riesengroße Blätter schon entwickelt. Sieht auch super aus. Dann hier die andere Zitronenmelisse. Da habe ich oben jetzt schon mal abgekappt und probiert. Habe ich mir mal einen Tee von aufgegossen. War sehr lecker, sehr zitronig, sehr erfrischend. Jo, und hier noch der Knoblauch. Habt ihr ja gesehen, wie ich ihn eingepflanzt habe. Kommt noch nichts raus. Bleibt also noch weiterhin abzuwarten. Jetzt leider was Trauriges. Die Gurke hat es leider nicht überlebt. Ich habe die befallenen Blätter abgemacht, aber die hat sich jetzt nicht mehr erholt, leider. Und zwar, ich habe es nachgegoogelt, die hat an Spinnenmilben gelitten. Und da gab es noch einen Trick, den habe ich angewendet, mit warmem Wasser abbrausen und dann halt eine Tüte drüber hängen, dass die erstmal 2 Tage feucht gehalten wird. Und dann sollten die Milben eigentlich abfallen. Hab dann auch nochmal nachgedüngt, aber sie hat es letztendlich nicht überlebt. Die war wahrscheinlich schon so stark befallen. Ihr habt es in den letzten Videos gesehen, dass die Blätter auch komisch verfärbt waren. Und ja, und die Gurken waren ja auch immer so komisch mickrig und weich, habe ich euch ja erzählt. Und das lag letztendlich wahrscheinlich alles an diesen Spinnenmilben. Deswegen werde ich die Gurke dann jetzt mal rausnehmen, die Tage. Wenn ihr wollt, mache ich dazu noch mal ein Video. Dann könnt ihr mich mal sehen, wie viel Wurzeln die eigentlich gebildet hatte in dem Topf. Und ich werde dann da Feldsalat einpflanzen, um mal zu testen, ob das was wird. Hab mir im Baumarkt Saatgut für Feldsalat besorgt und werde es dann da einpflanzen. Wie gesagt, wenn ihr das alles sehen möchtet, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare und dann mache ich da gerne drüber ein Video. Das ist kein Thema. Ja, hier seht ihr dann wieder den Jagulan. Brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wächst einfach perfekt. Super Blätter. Sieht alles top aus. Und jo, hier haben wir dann die Kartoffelpflanze nochmal. Wächst auch super. Kann man sich auch nicht beschweren. Geht richtig ab, die Pflanze. Ich bin ja mal gespannt, ob es dann wirklich zur Ernte kommt irgendwann. Aber ihr werdet das natürlich dann alles miterleben. Ist ja klar. Ich halte euch ja immer, wie gesagt, auf den Laufenden. Jo, da sind wir eigentlich auch schon wieder fast zum Ende gekommen. Wollte mich dann nochmal bedanken für die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, die dann hoffentlich in Zukunft meinen Kanal immer mit Spannung verfolgen, was sich denn alles so tut bei mir. Und ja, wie gesagt, ich wollte euch dann noch bitten, wenn ihr meine Videos anschaut, den Adblocker mal auszumachen. Da ja doch am Anfang immer Werbung ist, die kann man aber relativ schnell wegklicken, dass ich vielleicht ein bisschen den einen oder anderen Cent dran verdienen kann. Man weiß es, wer YouTube selber hat, man weiß, dass man daran nicht reich wird. Also es bringt mir eigentlich fast gar nichts. Aber ich bin halt momentan über jeden Cent froh, den ich irgendwie bekomme. Dürft auch spenden, wenn ihr mögt. Ich habe auch PayPal angegeben. Nur für die Leute, die das wirklich möchten. Es ist jetzt kein Zwang oder irgendwas. Wenn ihr mich unterstützen möchtet und cool findet, was ich mache, und meine Videos und mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das vielleicht machen. Egal, und wenn es ein Euro ist, mir ist es egal, ist es euch frei überlassen. Und wie gesagt, noch zuletzt, vielleicht eins meiner Amazon-Links benutzen. Egal, ob ihr was ihr kauft, es ist egal, ob das jetzt von mir was angegeben ist und den Link benutzt, dann müsst ihr das Produkt ja nicht kaufen. Ihr könnt auch was, wenn ihr sowieso bei Amazon was einkauft, egal was es ist, einfach nur über meinen Link betätigen, dann kriege ich da auch ein paar Cent mit ab und auch da könnt ihr mir dann etwas weiterhelfen. Ich würde euch auf jeden Fall sehr dafür danken und wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das in Zukunft vielleicht alles mal ein bisschen beachtet. Ich sage schon mal Dankeschön dafür, für euer Verständnis und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Manuel. Ciao.